criticize it. Big man, you can cite it. Big man, you can fight it. But the Lord knows it and why is if you try it. Big man. Jawohl, hier herzlich willkommen, liebe Zuschauer von YouTube-Kanal Steve Bentin. Zum Videodreh mit Tobias Hane, meinem Kollegen von GN. Ja, wir wird ja ganz oft werden wir verwechselt oder als siamesische Zwillinge gehandelt, als Brüder. Also ich werde ganz oft angesprochen, ob ich Tobias Hane bin. Manchmal auch für die letzte Studie, dann kommen die an und zeigen mir Hane sein Profil und sagen hier du und ich sage nein, ich nicht. Da darf es keine Autogramme geben. Genau sieht's aus so. Also wir haben aber genauso. Auf jeden Fall haben wir ein bisschen Ähnlichkeit, der Bart und die Glatze. Aber ich habe extra heute ein bisschen Haare stehen lassen hier, damit ich mich ein bisschen absondere von Tobias. Und ihr seht auch, ich bin ein bisschen kleiner und ein bisschen dunkler gekleidet. Und ich bin auf Diät, im Gegensatz zu Tobias. Ja, ich nicht wirklich, ich muss ich leider gestehen. Ich bin ein bisschen gut im Futter. Deswegen bin ich auch heute gut bekleidet. Genau, und wir werden heute Masse-Chest ballern. Masse-Chest. Habe ich ja gestern schon bei Instagram bekannt gegeben. Ich habe mich mit Rucola die Kraft aus dem Rucola geholt. Ich habe gestern schön Rucola gegessen mit Tomate Mozzarella. Da sollte heute mal gucken, was gehen, weil ich bin auch zurzeit natural unterwegs noch ein bisschen. Ja, und da wollen wir mal gucken, was noch für ein Saft in der Brust drin steckt. Ja, ja, es wird heute sehr interessant. Da sehen wir heute mal so ein bisschen den Unterschied zwischen vegan und meinen 17 Eiern gestern Abend zum Einschlafen. Back when money was scarce to produce or MC. Now more time they rap for them peas. Don't mean cling or dotting on street. Back when you had to live what you speak. Now man fabricate and deceive. They didn't walk the path you perceive. They ain't in it for love, it's all greed. Beste Genesungswünsche an unseren GN-Kollegen, an den Kevin Wolter. Ne, dass du wieder bald so schnell wie möglich fit bist. Die Brust dir schön angelegt ist, dass du keine Schäden davon kriegst, dass sie immer noch wunderschön aussieht. Und dann solltest du bald wieder hoffentlich ins Training kommen. Und mit uns ballern. So sieht es aus. So, wir machen meistens Schrägbankdrücken, der Tobi und ich, ne? Ja, im Handdrücken machen wir gar nicht. Ich mache gar kein Flachbankdrücken. Ja, ich auch nicht. Selten. Und wenn, dann ganz leicht. Und ja, erstmal jetzt mit 60 Kilo erwärmen. Das war Masse-Erwärmsatz. Das sah ein bisschen aus wie Hantel-Cardio, muss ich sagen. Der Tobi ist ein kontrollierter Schrägbankdrücker. Ja, er macht also allgemein, das ist mir auch schon mal aufgefallen, ich bin ja hier als Trainer drauf gegangen im Fit One. Also wir sind hier heute übrigens im Fit One in Hamburg, in der Schnakenburg-Allee und ballern hier die Masse. Da bin ich als Trainer noch hier im Gange teilweise und Tobi kommt ja immer vorbei und dann beobachte ich auch mal, was er so macht und tut hier. Und der macht ja immer so sehr kontrolliertes Bankdrücken. Bands will come with a deeper. Bands till they got that spinner. Now they can't tell who's the favor. Everyone came to the trailer. Everyone came to the trailer. Everyone came to the trailer. Man can't tell who's the favor. Everyone came to the trailer. Bands will come with a deeper. Bands till they got that spinner. Sehr leicht noch für den Tobi, sehr leicht. Der hat auch Kraft, der Bursche. Der sieht nicht nur fast so gut aus wie ich. Er hat auch Kraft wie ich fast. So, ja, bei uns hier im Fit One sind auch die 120 wirklich 120, weil das sind richtige Olympiastangen. Das ist nicht wie McFit oder so, oder bei anderen Studios saß ja mal dann nur 117,5 oder sowas, weil die Stange nicht richtig, ja. Wenn die Stange nicht dick genug ist. Aber hier bei mir ist meine Stange dick genug hier. Ja, die Stange ist wirklich eine Massestange. Man kann auch sagen, das ist eine Massestange. Oder? Tobi? Eine massige Stange. Massige Stange. Auf jeden Fall eine schwere. Schwere und auch lang. Ich nehme immer Handschuhe vorher. Wie ihr schon wisst, meine fleißigen Zuschauer von YouTube, die meine anderen Videos schon kennen, ich nehme mal schöne die Handgelenke, weil ich habe zarte Handgelenke, dafür einen großen Penis, aber jetzt geht's zur Sache hier. Jetzt gucken wir mal, dass wir 6 Stück schaffen. Everyone came to the trailer. Everyone came to the trailer. Everyone came to the trailer. Man can't tell who's the favor. Everyone came to the trailer. Man said he'll come with a deeper. Man said he's got that spinner. Now they come to the favor. Everyone came to the trailer. Everyone came to the trailer. Everyone came to the trailer. War gut, war alleine. Wenn ich dann Heilkräuter zu mir nehme, 150, habe ich schon gemacht. Trust I can make a man heartless. Turn to a beast when I want it. And you're tired cause you gotta be alert. Even though you know that you want rest. You
man just chat. Copy and paste, you man just act. That is until your qualms get stacked. Next thing you know, your gums get slapped. Not one real when you pack. All fours, no seal when you cap. The way you take back chat, would have thought you were on the show and that. Na, wir werden mal richtig mit. Ja, machen wir. Wenn ich jetzt machen würde, so langsam wie er, dann würde ich ja 100 nur nehmen oder so. Weil das ist der Pump ja auch wesentlich. Also du konzentrierst dich wesentlich mehr auf die Brust. Aber ich bin irgendwie so, bin so groß geworden mit statischen, also ich komme aus der Powerlifting-Gym-Bude. Da waren die ganzen Jungs bei mir alle Bankdrücker, Powerlifter. Und da haben immer die ganzen Sachen immer so, habe ich das gelernt halt und bin da so ein bisschen drauf hängen geblieben. Ja. Das Ganze ein bisschen mit langsam runter und explosiv, so, ne? Ja, so Gewicht bewegen. So, ich glaube, mit der Brust so geht eigentlich. Ich muss mal probieren, ein paar Wochen so wie du. Ja, also ich finde es langsam mal wirklich gut. Gerade mit diesem, wenn du unten dieses Abbremsen, ja. Wenn du die volle Spannung in der Brust dann drückst du schon. Du spannst halt viel besser an, ne? Und du hast dich dieses Durchwippen in der Schulter. Das ist halt echt angenehm. Was machen wir? Ja, willst du doch gleich erstmal? 140, 150? Ja, ich. 140 würde ich mal drücken. Ich habe vor zwei Tagen schon Brust trainiert, habe ich schon Ärger gekriegt von dir. Ja, das war nicht gut, Alter. Du musst die Regenerationszeit beachten. Ja. Das ist A und U im Bodybuilding. Das ist eine richtige Scheibe drauflegen, das sieht besser aus fürs Video hier, für die Leute, dass die auch ein bisschen mehr klicken und ein bisschen mehr liken. Everyone claims they're a drailer. Everyone claims they're a drailer. Was ist da drin? Das ist Rudis Geheimnis. Das ist mein Geheimnis. Das sind 40 Gramm Vitago in Mango. Okay. Und EAAs in Kirsche. GN steht nämlich für Genetic Nutrition. Und wir beide haben gute Genetik. Oh. Jetzt zeig, was du drauf hast für Genetik. Ich will jetzt sehen, dass du 10 Stück machst. Das schaffst du, komm. Super. Trotzdem kontrolliert. Standing on the stage, got the whole place rocking. It's popping, no stopping. Zwei noch, komm. Durch zum Kopf. Nein, komm, ich bin da. Und durch. Aber ich helfe gar nicht, guck mal hier. Also wie gesagt, ich nehme 120. Ich bin ja jetzt auch ein Paralympic-Athlet. Da ist man immer ein bisschen ruhiger unterwegs, bisschen, da darf man mehr, ist man ja eigentlich ein Leichtgewicht im Bodybuilding. Und Leichtgewichte dürfen auch leichtere Gewichte nehmen. Ein Fliegengewicht. Man ist sozusagen ein Fliegengewicht. Ich bin eine Fliege. Kennst du den Film, die Fliege? Weißt du? Weißt du? Ich mach immer mit meinem Essen. Ich spuck mal vorher rauf und dann esse ich das so. So. Kotze ich so rauf und dann esse ich das. Eine Grille. Eine Grille? Ja, Peter Paske. Ja. Peter Paske. Du Grille. Sechs. Aber sechster Platz ist scheiße bei den Paralympics. Das muss ich sagen. Das sollen wir nicht. In Portugal mindestens eins oder zwei. Eins. Bei dir so? Bei mir so, mit Platzierung so. Was du am besten so siehst. Erzähl mal so deine nächsten Vorhaben. Was du jetzt so wettkampftechnisch, bodybuilding-technisch, kanaltechnisch. Kanaltechnisch. Bevor hast du. Für meine Zuschauer. Ihr könnt ja dann auch bei Tobi raufgehen. Bei Tobi müsst ihr raufgehen und Abo klicken. Bum, bum, bum. Dann freut er sich, dann freuen wir uns, weil wir sind hier bei GN ein richtiges geiles Team. Ja. Ich bin ja jetzt auch so neu Zugang, das finde ich auch. Ja. Ich muss echt sagen, ich war noch nie so mit so geilen Jungs hier wie bei GN am Start. So. Gute Bodybuilding-Klicke sind wir und wir lassen das Bodybuilding wieder hoch erleben, würde ich sagen. Du sagst für mich Bodybuilding-Leute, genau. So viele Wettkämpfe und das macht mega Spaß. Wir haben so viele Athleten, männlich wie weiblich im Team. Das ist richtig cool, man versteht sich untereinander, weil unter Wettkämpfern ist das ja manchmal so ein bisschen der Gedanke, bisschen ein anderer. Aber wie Steve hat ja gefragt, was bei mir mit Wettkämpfen ist. Bin aktuell noch im Aufbau, jetzt haben wir ja, fast Juli. Jetzt können wir jetzt mal 12 Wochen Aufbau, dann wird entschieden, ob es vielleicht dieses Jahr noch auf die Diät geht oder in die Diät geht oder halt spätestens im Frühjahr für mich. Also aktuelles Gewicht ist 136 jetzt. Ich denke mal, dass ich so die 145 knacke, okay, bei ähnlicher Form. Wir machen jetzt Schrägbankdrücken an der Presse nochmal. Ich bin immer ein Befürworter von schrägen Übungen. Ich finde immer, in schrägen Brustübungen
benutzt man den ganzen Brustmuskel effizienter und wir sind ja beide keine Fans von Flachbankdrücken. Wenn ihr Masse-Latschen haben wollt, bitte in die Kommentare reinschreiben, Masse-Latschen, Hashtag Masse-Latschen. Wir sind richtige Businessmänner hier, Alter. Guck mal, jetzt mache ich hier die Bauchtasche auf. Dann zeige ich euch mal, was für ein Businessman ich bin. Weil ich habe hier sage und schreibe meine Bauchtasche noch businessman-mäßig 5 Euro drin. So. Ja, ansonsten Ladekabel und Hausschlüssel. Das war's. So, Tobi. Sag mal, Trizeps ist gut, weil die kommt schon drauf. Da ist die Trizeps, Alter. Hier, eine Trizepsmasse. Was hast du Oberarm? Keine Ahnung. Muss aber messen, Alter. Ich messe auch Oberarm. Ich hatte sogar Bühnenoberarm nachher auf New York Pro, 49 kalt. Wo ich gepumpt habe, war er 50. War ich ganz stolz. Aber ich wollte immer früher 50er Arme haben. Ja, okay. Animal ambition in the world of smoke and mirrors, man. I think I'm a magician. Cause it's easy to make magic, but when it's right or wrong, it's much harder to make decisions. All I need is the green light. If you ain't ready, you'll get left. Cause I promise my team right, and we ready for whatever. Wings are made of feathers, then let's let our soul fly like we all on the same flight. Nothing but victorious. B.I.G. We must be notorious. P.I.C.'s the selfies looking glorious. It's hard to capture the strength of a million warriors. So my attitude is DeLorean. Back to the future. If you don't shoot, you don't score. And this is war, so make sure they salute ya. So much adrenaline, there ain't no ignoring us. Tell me, can we live? Tell me, can we breathe? Cause we'll sacrifice sleep if it means staying awake. Will help us live the dream. All we need is the green light. If you ain't ready, you'll get left. Cause I promise my team ride. And we ready for whatever. If wings are made of feathers, then let's let our soul fly like we all on the same flight. Tell me, can we live? Tell me, can we breathe? Cause we'll sacrifice sleep if it means staying awake. Will help us live the dream. All we need is the green light. If you ain't ready, you'll get left. Cause I promise my team ride. And we ready for whatever. If wings are made of feathers, then let's let our soul fly like we all on the same flight. Schönes Brusttraining heute hier. Schön, schön, schön. Wir machen jetzt hier die Kabelzüge ein bisschen runter. Steve macht es uns immer von oben, ne? Ich hab's oben, ja. Aber du sagst so. Und ich habe mir das hier angewöhnt, weil man hier die schön verstellen kann, dass ich nicht das Gewicht so von oben ziehe, weil ich habe immer das Gefühl, da mache ich viel aus der Schulter, sondern dass ich jetzt, das ist jetzt relativ leicht, ne? Schritt wieder nach vorne gehe und quasi so wie bei den Fliegenden, weißt du? Ja, so wie ein Butterfly praktisch. Genau. Ich finde, ich habe dann mehr Spannung in der Brust und weniger in der Schulter. Animal ambition in the world of smoke and mirrors, man. I think I'm a magician. Cause everybody's a follower, following the Kardashians or following religion. But me, all I need is a green light. If you ain't ready, you'll get left. Cause I promise my team ride and we ready for whatever. If wings are made of feathers, then let's let our soul fly like we all on the same flight. Reife your muscle chest, come on. Jawohl. Das ist die 17 Eier-Chest. Come on. Und hier meine Rucola. 17 Eier abends. 4 morgen. So, gut. Okay. Hier, das ist meine Rucola-Brust hier. Die Rucola-Brust. Aber da war doch noch Mozzarella dabei, oder? Auch noch ein bisschen Mozzarella ist noch drin. Tell me, can we live? Tell me, can we breathe? Cause we'll sacrifice sleep. If it means staying awake, we'll help us live the dream. All we need is the green. Ja!
Yeah. So, hier einen schönen Pump habe ich. Schönen Massepump hier, guck mal. Oh, richtig geil. Schmeckt richtig geil, Massepump. Das Ganze wird unterstützt durch ein Antivirus. Massecode mit dem Code Wasserhoch10. Könnt ihr nochmal 10% ballern. Hane 10 ist auch gut. Könnt ihr auch den Hane unterstützen. Aber besser ist, ihr unterstützt mich, weil ich bin eine arme Sau. Hane hat reiche Eltern. Woher hat er das? Woher hat er das? Nein, Spaß. Nein, Spaß. Vielen Dank schon mal nochmal auch an alle, die uns dann, wie gesagt, in der Vergangenheit schon unterstützt haben, unsere Codes eingegeben haben und uns supportet haben. Erstmal vielen Dank, Jungs. Ihr seid die Besten. Wir sind darüber sehr glücklich. Also ich zumindest. Tobi natürlich auch. So, jetzt kommt Tobi, Alter. So, jetzt hat Tobi ein bisschen hier spotten. Wir enden hier, guck mal. Spotten wir Tobi, komm an, Alter. Auf geht's hier. Komm. Los, weiter. Hier die alte Methode hier. Gladiator. Komm, Bruder, die haben wir am Rücken gemacht, ne? Oh Mann, Leute, hier geht's ab. Das Training mit Steve Fentin ist halt ein bisschen was anderes. Aber auch an dieser Stelle noch, an dieser Stelle nochmal ein Dankeschön auch von mir für die Unterstützung. Genau. So, und jetzt sind wir hier fast fertig. Jetzt machen wir noch Bizeps. Hier, und die muss höher werden bei mir. Die Keule muss hochkommen. So, jetzt sind wir fertig mit den Titten. Jetzt schön einpacken, die Titten, schön warm halten, dass sie ein bisschen gleich Regeneration kriegen. Kann ich auch jedem nur empfehlen nach dem Training. Ich dusche immer heiß oder Wärme, es tut immer gut. Badewanne. Wenn ihr euch natürlich noch heiße Badewanne, mache ich auch mal ein bisschen Eggprotein rein, ein bisschen Liquid Egg, dann ist immer gut für die Regeneration. Ne? Und jetzt machen wir Bizeps hier. Bizeps Curls, und zwar mit der SZ-Stange. Und ja, ich mache mal den ersten zum Warmmachen. Tobi, das ist doch alles hier. Spielerei, ich schaff noch mehr, Alter. Ja, das ist doch kein Arbeitsplatz. Portugal, ich komme, Portugal! 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 Schön. Rein. Ei, ei. Immer schön hoch, come on, hoch, komm. Komm, wachse, komm. Komm hoch, du Scheißding, komm los, richtig hoch. Richtig Gipfel. Das ist eine Übung hier für den Bizeps-Gipfel. Ja, damit er schön hochkommt. Ja, damit er schön hier Pick kriegt. Schön Höhe, come on. Und ihr Höhe. Und Höhe. Immer höher, immer weiter wollen wir. Wir wollen immer höher. Bring ihn in die Höhe hier, den Kleinen. Komm, komm mal hoch werden. Hochkommen. Los, jawohl, so schön. Jawohl, noch zwei, komm. So, komm, pump mal auf, pump dich auf hier, komm. Los doch, weiter, komm. Kannst du leicht, kannst melden noch. Wir nehmen zu leichte Gewichte hier. Wir wollen hohe Bizepse, wollen die Kampfrichter sehen. Die Kampfrichter wollen hohe Bizepse. Jawohl, komm, Tobi, weiter. Hohe Bizeps, komm. Nur ein hoher Bizeps, schöner Bizeps. Da hast du merkt euch das, ja? Nur ein hoher Bizeps ist ein guter Bizeps. Meine hat ein bisschen Höhe gekriegt. Sonnenbrand von außen.
aber von oben geht's. So, das war's jetzt hier aus dem Fit One vom Muscle Chest Workout mit Tobi Ahane und mir natürlich. Oder Chest und Bizeps, hier hohen Bizeps. Merkt euch eins, wie gesagt, nur ein hoher Bizeps ist ein schöner Bizeps. Und nur ein Abo und ein Daumen nach oben natürlich auch, ist auch ein schöner Daumen. Könnt ihr hier ballern und liken. Ansonsten freuen wir uns über gute Kommentare, über Anregungen, über Kritik bin ich auch immer offen für natürlich. Ballert runter, was ihr wollt, was ihr auf dem Herzen habt. Ansonsten Code Masse hoch 10, immer schön Produkte ballern, dann freuen wir uns noch mehr. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge und ich sag auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Digga.